Hallöchen, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das habe ich gerade merkwürdig betont, aber was soll's. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes, und zwar habe ich hier einen kleinen ROM-Hack. Der Name war, glaube ich, einfach nur Mario Kart Deluxe DS in dem Fall, weil es offensichtlich auf dem DS läuft. Ich will aber mal sagen, mir plappert man gar nicht viel, denn bei einem Mario Kart ROM-Hack kann man nicht viel sagen, außer, ja, eigentlich kann man nur was zeigen und nicht wirklich was dazu sagen. Deshalb, also erstmal die Charaktere. Wir haben bei Toad, haben wir dieses schöne Gesicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es in die Kommentare, aber bestimmt total das Meme. Dann haben wir einen Dry Bowser hier. Dann haben wir hier Wario, der Crash in dem Fall ist. Donkey Kong ist immer noch Donkey Kong. Yoshi ist immer noch Yoshi. Und Mario hat einfach nur seine Odyssey-Augen oben auf seiner Mütze drauf. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal. Wollen wir jetzt Crash fahren? Der hat halt keine Animation, ne? Ich nehme Dry Bowser, der hat wenigstens noch Animation. Auch wenn ich glaube, dass er nicht so leicht zu steuern ist. Aber wir nehmen mal hier sein fettes, klobiges Kart, was richtig schlechtes Handling hat, aber was soll's. Und wir sehen schon, es gibt auf jeden Fall neue Tracks. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren den ersten Cup und vielleicht auch noch einen zweiten und gucken wir mal, was sich da so ergibt. Ja, sieht man jetzt natürlich nicht alles. Glitscht sich auch ein bisschen durch die Map, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal. Denn ich glaube, so können wir immer noch am besten sehen. Und gucken wir mal, ob das hier läuft. Okay, also die Map ist nicht wirklich geupdatet worden. Oh, ja gut, erstmal schön über den Grünstreifen gefahren. Ja gut, und da sind wir auch direkt letzter. Ist ein guter Anfang. Oh, es gibt Münzen. Haben wir jetzt eine Münze gesammelt? Kann ich schon mal, was das bringt. Das sieht ein bisschen nach. Oh, schon wieder Grünstreifen. Ja, das ist Bowser, ne? Das sieht ein bisschen nach Mario Kart 8 aus, wenn ihr mich fragt. Oh, da kann ich nicht langfahren, beinahe wäre ich in den Abgrund gefahren. Gut. Können wir, also eigentlich habe ich Donkey Kong überholt, aber irgendwie werde ich immer noch als Achter angezeigt. Jetzt habe ich auch noch ein paar andere überholt, aber was soll's, wollen wir jetzt mal nicht meckern. Ja, erstmal schön lang boosten, das ist das Wichtigste, dass man immer schön den Golden Mushroom einsetzt. Ich bin immer noch Achter, ich glaube es ja nicht, ist ja mal voll die Verarsche. Schön zwischen den beiden Itemboxen durchgeslidet, das ist typisch ich. So, also eigentlich bin ich Erster, der sagt nur, dass ich Achter bin, das ist ein bisschen Verarsche an der Stelle, aber was soll's. So, jetzt versuchen wir mal nicht so viel auf dem Grün zu fahren. Okay, wir sind auch ein bisschen schräg hier und diese Schulterperspektive sieht irgendwie cool aus. Aber was soll's. Okay, dann fahren wir mal hier schön mit Vollspeed lang. Denn solange man hier einen goldenen Mushroom hat, braucht man ja auch keine Angst vorm Grünstreifen zu haben. Okay, also, ah, das ist, oh ja gut, hätte ja keiner ahnen können, dass man hier auch nicht fahren kann. Guck mal, hier am Ende stimmt die Map wieder ein bisschen. Ich bin immer noch Achter. Wieso? Ich weiß es selber nicht. Aber ich weiß natürlich, dass ich mindestens der Sieger der Herzen bin. Auch wenn ich wahrscheinlich nachher als 8 durchs Ziel gehen werde. So, dann fahren wir mal hier außen lang, weil hier gibt es Münzen, von denen ich nur eine einzige bekommen habe. Aber ist ja okay. So, schön in die Kurve eng nehmen, beziehungsweise die Rampe sogar noch mitnehmen. Okay, würde ich mal sagen, haben wir gut eingesetzt, diesen goldenen Pilz. So, einmal schön um die Kurve rumfahren. Also ich weiß nicht, irgendwie sind die anderen gar nicht mehr zu sehen. Boah, die Karte sieht ja hier crazy aus, aber ich glaube, das ist auch die Standardkarte. Ja, wie genau jetzt hier mein Vorsprung aussieht, kann ich auch nicht sagen. Ich kriege hier jetzt ein Bullet Bill, weil ich ja offenbar Achter bin. Das finde ich nett. Ja. Aber ich bin mit meiner Position irgendwie trotzdem zufrieden. Hat man selten als letzter Platz, aber okay. Fahren wir noch hier schnell die letzte Runde zu Ende. Und dann können wir uns auch schon die nächste Map angucken, oder nicht auf dem Rasen fahren. Komm, ich brauche einen Königspilz. Ich bin ja schließlich Achter. Auch wenn ich alle anderen überholt habe, bin ich immer noch Achter. Deswegen gib mir Königspilz. Oh, wieder keine Itembox bekommen. Naja, das hier ist natürlich Grünstreifen. Auch wenn es aussieht wie eine wunderschöne Straße. Ja, genau wie das hier. Hätte es fast wissen müssen. Und man fährt auf dem Grünstreifen auch so dermaßen langsam. Ist nicht mehr normal. Okay. Yeah. Gut, dann. Leider Achter geworden. Aber was soll's. Die nächste Runde wird bestimmt besser. Oh, das sieht cool aus. Die Kühe sind zwar nur ein paar Sprites, aber. Oh, unter der Map sieht auch schick aus. Aber die Maps da von oben auf jeden Fall gerade relativ cool aus. Oh, gucken wir mal. Mumu Farms mäßig hier. Und ich meine, dass es nur Sprites sind, macht ja eigentlich auch nichts. Oh, Bowser, ey. Dich kann man echt nicht fahren. Aber hier gibt es wenigstens keinen Grünstreifen, auch wenn es grün aussieht. Also diese Maps, ich weiß auch nicht, ja. So, ah, guck mal hier, haben wir direkt bisschen zwischen den Kühen durchmanövriert. Ah, guck mal, und hier hat man auch richtige Platzierungen, das ist doch schon mal was. Ah, der goldene Pilz, achso, ich muss ja auch noch A drücken, hoppala, habe ich gerade losgelassen, als ich den Pilz benutzt habe.
Ja, der goldene Pilz jetzt auf jeden Fall gebracht. So, und die Rampe hier hoffentlich auch. Dann hier nochmal schön übers Grün, das macht gar nichts. Das ist ein bisschen Schönheitsmodus. Ja, sieht aber cool aus, muss ich sagen, die Karte. Das ist ja, glaube ich, von Mario Kart Wii. Sorry, wenn ich das hier falsch einschätze. Aber für mich sieht das stark nach Mario Kart Wii aus. So. Tschüss, weg mit dir. Und dann den hier nur nach hinten schießen, damit einer vielleicht reinfährt. Aber nein, fährt keiner rein. Oh, nicht aufs Grüne, danke. Ja, Mario Kart DS kann man ja auch ein bisschen schummeln, indem man so den Schulterbutton so ein bisschen hüpft. So meine ich. Kann man seine Richtung ein bisschen ändern. Aber aufs Grüne fahre ich natürlich trotzdem. Na gut, aber bisher irgendwie kein anderer mehr in Sicht. Oh, die Banane rübergeschmissen. Mal die Karte. Okay, Mario hat hier schön Blitz eingesetzt. Das konnte ich jetzt gerade noch schön spotten. Aber ja, sieht ja trotzdem ganz gut aus. Erstmal, Yoshi haben wir ein bisschen abgehangen. Also, ich meine, wir sind natürlich letzte Runde Achter geworden. Eigentlich Erster, aber das müssen wir jetzt hier schön ausbügeln irgendwie. So, dann fahren wir nochmal hier die letzte Runde schön lang. Das hier mit der Holzdings, das muss eigentlich gar nicht mehr hässlich. Das müsste ich eigentlich mal ausfahren. Auch wenn es wahrscheinlich super uneffizient ist. Nein, nicht runterfallen. Na gut. Wo falle ich? Nein, ich falle nicht. Das ist gut. Kann schon mal, was gerade abgeht, aber okay. Einmal kurz daneben der Mühle auf diesem Ding lang gebounced. Aber trotzdem cool. Was ist das denn? Ist das eine. Ah, das ist ein Traktor. Ein fetter Traktor. Ja. Diesmal sind wir tatsächlich Erster geworden. Ist ja schon mal tendenziell eine gute Steigerung. Aber wir sind immer noch nur auf dem dritten Platz. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal in der nächsten Runde ein bisschen hochboxen und gucken, ob es hier was Neues gibt. Cheep Cheep Strand? Ich denke nicht. Wir werden aber mal sehen, was es wirklich ist. Oh, das sieht aber cool aus. Müssen wir mal reinfahren. Gut, hier hinten sind natürlich wieder viele Sprites. Aber macht ja nichts. Ah, das ist die Toad Factory. Aber wir werden nicht zerstampft, wenn man hier lang fährt. So, da habe ich gerade noch einen getroffen und gerade noch einen getroffen. Peach habe ich jetzt nicht mehr getroffen. Die ist mir dicht auf den Fersen. So, hier wird man drauf geslowt. Also da kriegt man, auf dem einen kriegt man Speed drauf, auf der anderen wird man geslowt. Okay. Na gut. Ciao, Peach. So, dann fahren wir natürlich schön hier auf der schnellen Rail lang. Das hat Spaß gemacht. Okay, Peach ist noch ein bisschen hinter uns, das heißt, die hängen wir jetzt langsam aber sicher auch ab. Oh ja, gut, wenn wir nicht gerade komplett über den Matsch fahren. Komm schon, fahr wieder rauf. Er wollte einfach nicht, dem hat es da unten so gefallen. Konnte ich nichts machen, okay. Ja, auf jeden Fall schick gemacht, kann man nicht anders sagen. Oh ne, jetzt habe ich eine nicht mitgenommen, ist mir direkt aufgeschmissen. Komm schon, okay. Ja, es hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Boots aus dem Weg, Toad. Ja, ich ramme ja als Bowser ordentlich die Gegner weg. Das ist schon mal cool. So, dann nochmal schön unter den Sprite-Stampf-Dingern durch. Aber trotzdem sieht ziemlich schick aus. Das ist eine ziemlich gute Nachkreation. Auch wenn die erste Map ein bisschen. Ja, gut. Die erste Map war ein bisschen komisch, muss ich sagen. Die zweite hat mir schon relativ gut gefallen. So, ihr beiden, ihr macht da mal irgendwelche Purzelbäume. Ich fahre mal an euch vorbei, wenn es euch nichts ausmacht. Oh, verdammt, da bin ich jetzt gerade. Hallo, Bowser. Ich komm von hier nicht weg. Ich lenke nur noch nach links, trotzdem komme ich nicht runter. Hallo? Oh Mann, ey. Jetzt werde ich wieder Achter wahrscheinlich. So, gehen wir aus dem Weg hier. Oh, ich wollte es gleich nach vorne werfen, aber okay. Wenigstens diesmal nicht über Matsch gefahren. Komm schon, okay, diesmal versuche ich alle mitzunehmen. Ja, den habe ich nicht bekommen. Wieso fährt er hier so schnell rüber? Die sind auch nicht über den anderen Dings da gefahren. Aber okay. Sind NPCs, die sind entschuldigt, dürfen alles. So. Ja, Box natürlich glorreich nicht bekommen. Macht aber gar nichts. Wir werden trotzdem bestimmt die Runde noch rocken. Also als Achter will ich auf jeden Fall nicht durchgehen. So viel ist schon mal sicher. Das werde ich auch nicht. So. Okay, gut. Hier wird aber auch geslowt. Das ist wohl irgendwie Standard. Da kann keiner besonders schnell drüber fahren. Nicht mal die NPCs. Also ich meine, das soll ja schon mal was heißen. Kann ich jetzt hier die Kurve eng nehmen? Ja, kann ich. Ich meine, hier Offroad kann uns nichts haben als super sterngedingster Fahrer. Okay, jetzt muss ich mich einfach ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht nochmal überholt werde. Vielleicht kriege ich die beiden hier noch. Ja gut, habe ich jetzt nicht gut gelenkt, aber was soll's. Aus dem Weg. Ah, scheiße. Nein. Nicht Achter werden, kurz vor Ende nochmal. Na gut, okay. Fünfter immerhin. Ja. Nicht schlecht dafür, dass wir einmal in der Wand stecken geblieben sind. Einmal hart oder mehrfach sogar hart über den Offroad gefahren sind. Und bei keiner einzigen Runde die Booster da richtig bekommen haben am Ende. Oh, das ist
die erste Stage aus Mario. Oh, das ist nicht. Das ist ganz. Das ist das ganze Game einfach, Mario 64. Nicht nur die erste Stage. Gucken wir uns das mal an. Wenigstens kein Offroad, ich kann es nicht mehr sehen. Okay, dann fahren wir erstmal schön ins erste Gemälde rein. Ist ja wichtig. So. Ah, schick gemacht. Sehr, sehr schick gemacht. Das sieht cool aus. Und da haben wir auch diesen das Fragezeichenblock da hinten. Das ist cool. Dann haben wir auch einen Chain Chomp. Ja gut, das ist, man muss nicht alles erwarten. So, gehen wir mal Item Block. Item Box, Item Block, wie auch immer. Okay. So, dann fahren wir hier nochmal schön als Geist weiter. Wo sind denn wir jetzt hier? Das, ach so, wir sind natürlich jetzt wieder vor der vom Schloss. Muss ja auch sein, dass man irgendwie eine Runde zustande bekommt. Aber das ist wirklich eine ziemlich schick designte Strecke. Oh nein, Bowser. Alles nicht so einfach. Gut, durch die anderen Sternentüren können wir natürlich nicht durch. Haben ja auch keine Sterne. Ja gut, wenn ja, oder sowas, dann ist man echt aufgeschmissen. Oh, jetzt sind wir Achter. Na toll. Okay. Einfach weiterfahren, einfach weiterfahren. Wir holen die alle schon noch ein. Wir haben hier auch noch mal schön Power-Pilz bekommen. Aus dem Weg. Guck mal, der fährt trotzdem schneller. Obwohl ich einfach mit so einem Mushroom lang fahre, ist der trotzdem noch schneller. Also, der hat auf jeden Fall Hex an. Aber gut, bei den NPCs, ich glaube, gerade bei Mario Kart DS, da wurde ja auch viel spekuliert, ist da viel, keine Ahnung, was so, ja, ein bisschen faul ist quasi. So, letzte Runde auf dieser echt gut designten Strecke. Man darf nur nicht die Treppe runterfahren, sonst hat man echt ein Problem. So, Bowser, sage ich schon, Wario haben wir überholt. Haben wir nochmal schön Powerstern. Hier wäre es natürlich schick, wenn man einen Chain Chomp hätte, ne? Aber, ja, ich glaube, in dem Game gab es das ja gar nicht, deswegen. Doch, es gab Chain Chomps in Dings, wie heißt das Ding nochmal? In der. Oh, schaffe ich das noch? Jo. Und ich werde noch Zweiter, ist doch schick. Mit dem Dings gab es doch Chain Chomps da, in diesem Daisy im Garten, Schloss, Dings, Labyrinth, da gab es doch auf jeden Fall Chain Chomps. Naja, okay. Ich bin zu guter Letzt noch Dritter geworden in dem Cup. Ist doch ganz nett. Auch wenn mir der erste nicht so gut gefallen hat, war es doch schon mal ganz okay. Na gut, na gut. Würde ich mal sagen, ich gucke mir den zweiten Cup auf jeden Fall auch nochmal an. Das wäre ja auch nicht schlecht. Okay, gut, lang genug rumgefahren, Leute. Würde ich mal sagen, wir fahren einfach, weil wir es können, mal als Crash. Ja, sieht ja super aus. Aber wir nehmen das normale Kart, das passt besser zu Crash als diese komische Karre. Und dann nehmen wir mal einen zweiten Cup uns vor und gucken mal, was das hier für schicke, ja. Glühend heiße Wüste, sieht ein bisschen anders aus. Aber mal schauen. Oha. Ist das Varius Goldmine? Ja, sieht ganz so aus. Oh, gegen die Wand gefahren. Okay, ist schon mal besser als mit Bowser. Mit Bowsers Steuern ist ja wirklich echt nicht die spaßigste Angelegenheit. Okay, gucken wir mal hier weiter. Also sieht erstmal gar nicht mal nach einem schlechten Replika aus. Nein, meine Bombe. Naja, ist okay. Ist auf jeden Fall nicht schlecht nachgemacht. Sieht erstmal zumindest ziemlich gut aus. Müssen wir mal gucken. Es gibt ja immer bei verschiedenen Remakes immer so verschiedene Teile der Strecke, die ein bisschen anders gemacht wurden aufgrund von verschiedenen Limitationen oder weil es irgendwelche Gegner oder irgendwelche Mechanics in dem Game nicht gab. Mal gucken, ob sie hier auch sowas gemacht haben. Also gut, es fahren jetzt hier keine Minecarts rum. Ja gut, das war jetzt nicht so clever. Aber das macht ja auch erstmal nichts. Die Frage ist, da hinten ist die Abkürzung, glaube ich. Ja, gibt sogar auch. Haben sie daran gedacht. Das darf natürlich nicht fehlen, diese Abkürzung, die ist ziemlich ja, wichtiger Teil dieser Map. Und wir sind tatsächlich Erster geworden. Leider haben wir immer noch einen Wario-Sprite, auch wenn wir als Crash fahren. Gut, er hat auch keine Animation, ne? Crash hockt da ganz einfach in seinem Kart drin, aber macht ja auch nichts. Also, ich muss sagen, die Map selber finde ich ziemlich gut nachgemacht. Ne? Kann man erstmal soweit nicht meckern. Aber ich versuche jetzt nochmal den Shortcut zu bekommen. Das wäre natürlich auch wichtig. So, was steht da überhaupt? Varios Goldmine? Irgendwie, da war gerade ein cooles Schild. Aber jetzt habe ich, glaube ich, die Ausfahrt verpasst. Oder kommt die noch? Nein, ich glaube, die kommt noch. Habe ich mich zu früh geärgert. So, einmal hochgebombt worden, ne? Oh, genau über dem Abgrund, ey. Sowas passiert auch nur mir. Aber ich bin immer noch Erster. Das passiert mir auch nicht immer. Okay, dann gucken wir mal. Wo ist. Hoppala, Entschuldigung. Wo ist hier die Ausfahrt? Kann ich hier hinten einfach runterfahren? Ah ja, siehst du, das ist der Weg. Ganz knapp geschafft noch. Das sah wirklich ziemlich knapp aus. Ich denke mal, auch wenn man auf 50 CCM gefahren wäre, dann wäre man vielleicht dort runtergefallen. Könnte natürlich sein. Ja, das war der Shortcut. Bisschen unspektakulär, aber auf jeden Fall cool, wenn man mal eine alternative Route nehmen kann. Und in dem Fall auch ohne irgendwelche Power-Ups oder sowas. Das wäre natürlich sonst auch anstrengend gewesen fürs Video.
Ja, ein bisschen schade ist immer bei diesen DS-Hacks, dass die Map nicht geändert wurde. Ja, lenkt ein bisschen ab. Und auch zum Beispiel die Character-Sprites und solche Sachen. Aber ja, wird ja alles immer weiterentwickelt, ne? Haben wir hier schön übers Offroad gegen die Wand. Was soll's. So, vielleicht haben wir diesmal ja mehr Glück bei dieser Rampe und werden nicht von der Blue Shell direkt zufällig, oh, ouch, zufällig darüber direkt getroffen. Das war ja auf jeden Fall gerade eine sehr komische Aktion. Okay, nehmen wir den Shortcut für die Runde auch nochmal mit. So, wo war der nochmal? Hier hinten irgendwo, oder? Ja klar, nicht auf den Pfeil hören. Und dann ist alles cool. Ja, gut. Ja, da sieht man links halt die normale Route und man, rechts die normale Route und man fährt auf der für Advanced Spieler. Okay. Oh, nee, die Blue Shell, die kriegt mich nicht mehr. Okay, cool. Dann haben wir unsere ersten 10 Punkte verdient. Guck mal, sogar an diese goldenen Röhren haben sie gedacht. Ja, finde ich nett. Nett gemacht. So, was haben wir als nächstes? Delfino Plaza wird es wahrscheinlich nicht sein. Muss erstmal gucken, was es überhaupt sein soll. Ist es diese. Nee. Oder. Ah, doch, das ist diese mit dem Yoshi-ID-Map. Ich weiß nicht. Hallo? Fahr mal weiter. Diese mit dem Yoshi-ID-Map. Ich weiß nicht ganz genau, wie die heißt, aber. Oh, man muss auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall verschiedene Routen nehmen, das ist schon mal gut. Wie gut es jetzt am Original dran ist, weiß ich nicht genau. Das ist, glaube ich, Original aus der N64-Version von dem Spiel. Keine Ahnung, ob die jetzt so, also die habe ich jetzt persönlich nicht so viel gespielt. Okay, mit den Plätzen ist ein bisschen komisch. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Item-Smuggling betreiben, je nachdem. So, jetzt überhole ich sie alle. Jetzt bin ich Erster, mal gucken, ob ich gleich wieder absinke. Kann ja manchmal sein. Ah, guck mal, das Yoshi ist sogar da. Bewegt sich halt nur leider nicht. Schade. Aber trotzdem, gut genug. Gut genug. Ah, da bin ich. So schnell bin ich, glaube ich, noch nie vom 8. auf den ersten Platz gekommen. Okay. Also, ich glaube, das gibt es auch in den neuen Teilen als Remake. Ich habe leider weder 64 noch die neuen Teile wirklich viel gespielt. Aber sieht trotzdem erstmal, soweit ich das beurteilen kann. Da ist eine unsichtbare Wand, ich bin mir sicher. Okay, also soweit ich das beurteilen kann, sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Kann ich mich nicht beschweren. Boots. Ah, verdammt, ich dachte, ich hätte eine Green Shell. Wollte gegen das Viech gegenschießen, um zu gucken, ob das was bringt. Aber wahrscheinlich wäre sogar die Green Shell einfach nur abgeprallt. Wir fahren mal hier weiter. Vielleicht sinke ich gleich wieder in den Plätzen komplett ab. Was machen die NPCs? Okay, die fahren immer noch die NPCs. Und die Map sieht hier eigentlich aus, als ob die tatsächlich gemacht wurde. Die sieht hier richtig aus. Mal hier gucken. Ja, hier ist natürlich wieder kompletter Humbug. Meine Plätze spielen auch schon wieder verrückt. Kurz Dritter, jetzt wieder Erster. Ja, okay. Und da sind wir wieder bei dem Ei. An dem Ei kommt man ja immer vorbei. Da kann man nichts machen. So, Fake Itembox schön liegen lassen. Und was ist eigentlich, wenn man gerade zufällig da an so einer Stelle ist und dann kommt die Blue Shell? Da kann man ja die voll gut dodgen. Müssen wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Höh. Das sah ja lustig aus gerade. Oh, da kommt gerade die Blue Shell. Ja, die krieg ich wohl nicht abgehangen. Das sah aber gerade lustig aus. Da ist auf jeden Fall eine Invisible Wall. Was soll man machen? Wahrscheinlich kann man, damit man nicht rechts lang fahren kann, sondern immer links fährt. Okay, irgendwie kommt die Blue Shell aber nicht. Also das mit der Green Shell gerade eben war aber auch total lustig. Ich hoffe, ich könnte es mal irgendwie nochmal als Clip kurz einblenden oder sowas. Oh, da kommt die Blue Shell. Autsch. Mensch. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay, was kriegen wir nochmal? Kriegen wir nochmal ein schönes, gutes Item. Jetzt hätte man ein Item kriegen müssen, wo man so auf dem 5. ist oder sowas. Hier hinten bei der Kurve, da wechseln die Plätze ja immer. Auf merkwürdige Art und Weise. Aber es ist nur eine Green Shell. Ist okay. Man will nicht meckern. In diesem Spiel kann man ja auch nicht mit einer Green Shell wirklich eine Red Shell dodgen. Weil die dann so um einen rumfliegen, irgendwie so komisch, die Red Shells. Aber okay. Also ich meine, es lohnt sich jetzt nicht unbedingt, einen grünen Panzer zu behalten. Okay, das war die Map. Schick nachgemacht mit Invisible Walls irgendwie und komischen Platzierungen und hast nicht gesehen, aber gucken wir mal, sieht man es jetzt nochmal? Ne, da hat man es nicht gesehen. Okay, ist er dran vorbeigefahren. Aber die haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Oh, was ist denn das? Das ist Baby Park. Baby Park. Finde ich gut. Baby Park ist eine coole Map. Also. Sehr simpel, aber eigentlich cool. Gucken wir mal. 5 Runden fährt man. Ja, bei Baby Park ist ja immer ein bisschen länger, weil es sonst sofort wieder vorbei wäre. Okay, hier geht es mal so ein bisschen bergauf und bergab, aber ist ja okay. Ich glaube, das ist.
Ich weiß gar nicht, wo Baby Park zuerst war. Ich weiß, dass es auf jeden Fall bei Double Dash gibt, also GameCube. Und dass es auch ein paar Remakes gibt, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, woher es kommt. Oh, da wollte der Geist mir gerade meine Items wegklauen. Stattdessen hat mir Peach die Items weggeklaut, weil sie gegengefahren ist. Naja, okay. Man kann ja nicht alles haben. So, wo ist denn schon der erste schon wieder hin? Ich weiß auch gar nicht genau, wer es ist. Luigi ist es. Ja, gut, dann muss ich wahrscheinlich die Kurven ein bisschen enger nehmen, damit ich Luigi bekomme. Aber gar nicht so einfach, die Kurven eng zu nehmen. Okay, jetzt habe ich Luigi überholt. Das ist ja schon mal was. So. Und dann, ja, genau, hier ist ja mal das Coole, dass man immer schon den letzten direkt wieder überholt, weil die Map einfach so kurz ist. Ja, genau, jetzt kommt natürlich Blue Shell. Und Luigi ist noch in irgendwas reingefahren, deswegen überholt er mich nicht. Finde ich gut. Bleibe ich Erster. So. Okay, ja, da kommt eine Red Shell. Aber ich bin schon im Ziel. Okay, ich dachte, ihr hittet mich jetzt noch. Und Luigi war mal ja schon echt dicht auf den Fersen. Also war eigentlich knapp. War eigentlich knapp, aber okay. Gut, war eine kurze und knackige Map. Man konnte jetzt leider nicht so viel davon sehen, aber ist okay. Was ist das? Das ist dieses Music-Dingsbums. Ich glaube, zum ersten Mal gab es das auf dem 3DS. Sieht zumindest so aus. Okay. Dann drehen wir mal hier eine Runde. Okay. Ich weiß, dass ich viel. Also, oh, Batterie sinkt. Schnell durchfahren. Ich habe viel 3DS gespielt. Deswegen kenne ich die Map eigentlich. Oder die verschiedenen Tracks eigentlich ganz gut. Ich glaube, von dem wird man nicht getroffen, von den Piranha Plants. Und deswegen kann ich sagen, dass es ein ziemlich cooles Remake ist. Ich meine, es gibt natürlich bei dem 3DS-Ding viele Sachen, die man jetzt nicht so wirklich implizieren kann. Hier gab es Trampoline, hier gab es halt die Piranha Plants, an denen wir auch gerade schon vorbeigefahren sind. Oder dass man hier auch so Geräusche gemacht hat, wenn man rübergefahren ist über die verschiedenen Knöpfe. Ja gut, das Trampolin bounced mich halt nicht mehr. Ja, man kann nur noch drüber fahren. Und die Noten gibt es hier auch. Ja, vieles bewegt sich halt einfach nicht. Aber macht ja nichts. Macht ja trotzdem Spaß, hier lang zu fahren. Kann ich hier, ja gut, da würde ich wahrscheinlich nur gegenknallen, wenn ich da jetzt dumm gefahren wäre. So, hier hätte es nochmal ein Trampolin gegeben. Oh nein. Tschüss. Hupsi, fupsi. Gut, hier kommt mich aber gerade keiner überholen. Das finde ich aber nett. Donkey Kong versucht noch, aber ja gut, da sind wir so schnell wieder auf den Beinen. Ja, sind natürlich jetzt hier alles nur Sprites, ne, ist klar. Aber ich meine, für die Limitation, die man durch die DS-Software hat, ist natürlich eigentlich ziemlich gut geraten. Ja, jetzt hier noch so ein schönes Dum-d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 um. Wenn man darüber fahren würde, das wäre natürlich super. Aber alles, was ich euch hier liefern kann, ist meine nachsynchronisierte Variante. Ah, ouch. Ups. Naja, okay. Ja, ich finde natürlich, wenn so viele Features nicht mit reingenommen werden, weil sie nicht mit reingenommen werden können, weil es ja nicht geht einfach. Ist natürlich schade. Zum Beispiel, auch wenn man gegen den Zaun gefahren ist, da hat es, glaube ich, so Zonk gemacht und dann kam auch so ein bisschen Musik, weil hier ist ja alles Musik in diesem Level. Viel hat sich bewegt und hier steht viel still, aber ja, was sollte. Und letztes Lap ist dann halt auch immer noch mal dieses, dass der ganze Track schneller wird, kennt man ja. Und in dem Fall auch noch, dass. Was macht ein Peach da? Und in dem Fall halt auch noch, dass die Noten zum Beispiel schneller gehüpft sind, diese schwarzen Dinger und so. Ja, wenn ihr Mario Kart 7 von 3DS gespielt habt, dann. Schreibt es in die Kommentare. War ein großartiges Spiel. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Eine Runde können wir uns davon auf jeden Fall nochmal geben. Mit diesen schönen Sprite-Trompeten. Komm, Luigi auch noch überholen. Ja, das ist natürlich wichtig. Wir wollen hier natürlich diesmal auch als wahre Erste durchs Ziel gehen. So, jetzt habe ich natürlich eine Red Shell und keinen einzigen mehr vor mir. Kaum, dass man Erster ist und niemand mehr vor sich hat, hat man eine Red Shell. Und die ganze Runde keine. Das habe ich irgendwie oft und dann denke ich mir so, wow. Das ist bitter. Oh, hier fährt einer in den Abgrund runter. Das ist Mario. Ja, die NPCs sind ein bisschen desorientiert hier, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwas mit dem Track-Design oder mit diesem Track, dass die NPCs checken, wo der Track ist, irgendwie schiefgelaufen. Aber ist ja halb so wild. Ja, die stillstehenden Noten hier sind natürlich auch noch wunderschön. Ja, genau, die einen immer blockiert haben, wenn man gegen gefahren ist. Naja, hüpfen jetzt nicht mehr. Man konnte sich immer so einen kleinen Boost holen. Immer wenn die gelandet sind, dann ist man kurz hochgebounced und dann konnte man durch einen Drift-Button quasi das wie einen Trick machen und dann kriegt man einen Boost. Geht hier nicht, aber macht nichts. So. Und das war wohl auch schon die letzte Runde in diesem Cup. Und was bekommen wir? Gesamtpunktzahl ist, volle Punktzahl ist ja schon mal schick. Als Crash aka Wario. Ja, haben wir es auf jeden Fall hier schön, na gut, nur ein B, aber was soll's. Ersten Platz verdient. Und ich würde sagen, das reicht erstmal von dem Hack. Wenn ihr ihn zocken wollt, Link ist natürlich in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit dem Däumchen nach oben.
In einem netten Kommentar oder vielleicht sogar in einem Abonnement oder würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein und ciao.